Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge. Und wenn ihr sie noch nicht gemacht habt, dann macht sie unbedingt, weil heute ist sie wirklich sehr, sehr, sehr einfach und sollte eigentlich so gut von jedem im Goldmodus halt eben geschafft werden können. Ich werde euch aber trotzdem halt eben nochmal ein bisschen so die Feinheiten zum endlosen Abgrund erzählen. Das hier ist natürlich klar, die Augen, da sind noch recht wenige da, da brauchen wir nicht besonders aufpassen. Die Lums können wir eigentlich getrost oder sollten sie sogar fast ein bisschen ignorieren. Aus dem einfachen Grund, Lums verführen einen hier gerade beim endlosen Abgrund immer dazu, besondere Risiken einzugehen und sich halt eben, unvorsichtig zu verhalten. Wodurch man dann eher halt eben geneigt ist, halt eben hier in dann irgendeine Dornhecke oder so rein zum Stürzen. Oder sich schneller nach unten bewegt, als man es überhaupt sollte. So, von der Zeit her haben wir alle mögliche Zeit. Das Einzige, wodurch wir begrenzt sind, ist eigentlich nur, dass wir halt eben laufend nach unten fallen. Aber ansonsten können wir hier eigentlich uns so viel Zeit lassen. Wir können die ganze Zeit den Propeller nutzen und haben eigentlich kein großes Problem. Wir haben schon 500 Meter und ihr seht, bisher ist es sehr, sehr einfach. Wir haben hier auch die 500 Meter Pause. Hier kommt nochmal so ein Stampfer, da müssen wir halt schnell ein bisschen durch. Hier können wir uns wieder gemütlich Zeit lassen, einfach ganz langsam durch. Hier auch wieder einfach auf den Bumper Flieger aktivieren und fertig. Hier springe ich nochmal extra ein bisschen hoch, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe, um an diesem Windrad vorbeizukommen. Hier müssen wir natürlich schnell durch. Aber das kennen wir auch schon alles. Also es sind keine Elemente, wo jetzt komplett irgendwie neu für uns sind. So, einmal durch, dann wieder auf den Bumper. Dreiviertel haben wir schon. Also es ist zumindest mal, ich glaube, ist schon Silber, ich weiß es gar nicht. Also die Struktur war heute echt irgendwie arg strange. 100 Meter für Bronze. Dann glaube ich, ging es bis 1000 oder 900, ich habe keine Ahnung. Ging es mit Bronze hoch, dann kam Silber und ab 1100 Umgrad kam dann Gold. So, hier auch wieder ganz langsam durch. Ich habe Angst, dass da jetzt dann gleich dieser, aber nein, hier kommt erstmal die Ringe wieder. Kennen wir auch, einfach nur ganz langsam von Ring zu Ring. Wenn wir hier drüber sind, über dem letzten, können wir uns auch wieder Zeit lassen und bekommen die 1000 Meter Pause. Jetzt hier auch wieder ganz langsam, ganz vorsichtig, okay. Ich möchte natürlich noch die Lums einsammeln, hier auch, wenn wir sehen, jetzt geht's durch, einfach durchspringen wieder. Aber kennen wir ja inzwischen auch. So, ganz langsam und vorsichtig wieder durch und wenn man diese Ranken an der Seite sieht, weiß man schon, okay, da kommt jetzt dieses Spiel mit dem Schwinger. Das Wichtigste bei dem Schwinger ist am Anfang klein und beim Lutschen so lang wie möglich aushalten. Hier jetzt der Dickdarm, das habe ich aber auch schon mal in einem früheren Video nochmal ganz genau erklärt. Wir sind bei 1200 Meter, haben also jetzt Gold. Hier ist nochmal ein Windrad, das heißt wir warten auf die richtige Stelle und lassen uns ganz am Rand durch. Und jetzt können wir ein bisschen ausruhen. Beziehungsweise jetzt kommen diese Gemeinheiten hier mit den mit den Seilen. Seil heißt natürlich immer so wenig wie möglich Zeit dran verbringen, so schnell es geht wieder abspringen aus dem einfachen Grund. Und hier mache ich jetzt genau den Fehler, dass ich einen großen Sprung. Was ich sagen wollte, beim Seil immer schnell abspringen, einfach damit man nicht zu eine hohe Seitengeschwindigkeit bekommt. Aber das war heute Gold zu schaffen. 1345 Meter ist eine Hausmarke. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zur nächsten Daily Challenge. Bis dann!